Netflix-Account teilenden Gruppenschnorrer. Wer hätte das gedacht? Es ist ein Nurkial. Ein Name, dessen positive Erinnerungen schon so weit zurückliegen wie der letzte Tag, an dem ich richtig glücklich war. Aber wartet, hat sich inzwischen etwas getan? Kann deren neuestes Flaggschiff mit der Nummer 9 und haufenweise Löcher auf der Rückseite doch mehr, als wir uns je vorstellen können? Nun, das und mehr erzähle ich euch in diesem Video. Direkt aus der fast schon schmerzhaft cheesigen Box gibt es ein rundes Gesamtpaket. Vernünftiges Netzteil, vernünftiges Headset mit Apple-Style-USB-C-Adapter, schön langes USB-C-Kabel und viele kleine Zettel zum Zusammenknüllen, ansabbern und anderen mit Strohhalm in den Nacken spucken. Beim ersten in die Hand nehmen fällt auf, wirklich wunderschön. Ja, ehrlich, der Aufbau ist eher klassisch, aber das hintenrum genau richtig gekurvte Gehäuse liegt nicht nur gut in der Hand, sondern reflektiert mit dem Metallic Blau auch sehr ansehnlich. Die Symmetrie der Front macht mich nicht bei jedem Mal drauf gucken irre und der sanfte Chrom-Optik-Akzent an den Kanten rundet das zeitlose Design subtil ab. Unter dem 2K 6 Zoll OLED-Display werkelt ein 8 Kryo-Kern Snapdragon 845 mit 4x2,8 und 4x1,77 GHz. Meine Fresse, was sind das eigentlich immer für absurde Zahlen in einem Smartphone? Na, gepowert wird der Spaß von Android One bzw. 9, das sich von 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher ernährt. Nicht erweiterbar, dafür ist aber Platz für zwei SIM-Karten. Und was bedeutet all der Datenfirlefanz für den Otto-Normal-Pleb? Naja, ganz einfach. Wie bei jedem anderen Telefon auch, es funktioniert so, wie es soll. Inhalte sehen gut aus, es ist flott und auch feine Details wie das Digital Wellbeing sind hier wie Arsch auf Eimer implementiert. Manches kann hier iOS besser, manches ist ein wahrer Segen, wie der automatische Graustufenmodus, vor allem zum Beispiel nachts im Bett. Wer sein Nokia 9 aber noch individuell angepasst haben will, kann in den Einstellungen beispielsweise auch am Pure Display schrauben. Hilft definitiv, um Sehgewohnheiten aufzubrechen oder beizubehalten. Schade nur, dass der eine verfickte Lautsprecher klingt wie ein Telefon aus dem Ersten Weltkrieg. Sehr mittig und oft übersteuert. Da wird auch die geilste Netflix-Serie zum Cheesy B-Movie. Aber apropos Display, der Fingerabdrucksensor sitzt drunter. Viele beschweren sich bereits im Internet darüber, dass das Ding nicht richtig bzw. gar nicht funktioniert. Aber Hand aufs Herz, hier ist alles im üblichen Rahmen. Entweder jedes Mal oder spätestens nach dem zweiten Mal geht's. Sind meine Finger vielleicht ein bisschen feuchter? Was haben wir noch? Oh, ach ja, diese 7 Löcher auf der Rückseite. Diese 7 Löcher, die Trypophobie-Geplagte richtig Probleme bereiten können. What the fuck? Ja, richtig gesehen und gehört, das Nokia 9 besteht effektiv aus 6 Kameras. 5 auf der Rückseite und ein 20-Megapixel-Klassiker an der Front. Und trotz all der Löcher ist die Rückseite schön glatt und völlig frei von scheiß Kamerahubbeln. Dass auf der Rückseite aber so viel los ist, kommt nicht von ungefähr, denn der Ursprung sind die sogenannten Light-Kameras. Das sind so kleine Klötze mit haufenweise Linsen drin und dieses System steckt nun etwas abgespeckt im Nokia. Alles 12-Megapixel-Sensoren mit 1,8er Blende. 3 davon monochrom und 2 davon in Farbe. Das, was das Konstrukt sieht, sieht ungefähr dann so aus und wird im Nachhinein etwa so zusammengebastelt. So entstehen technisch 60 bis 240 Megapixel-Fotos. Heilige Scheiße, das schreit doch nach der Revolution in der Smartphone-Fotografie, oder? Nun ja, auf Papier schon. In der Praxis leider so gar nicht. Oh Gott, ich hab's mir so gewünscht! Die Idee, so viel Variation bei der Aufnahme zu haben, ist super. Dann muss aber auch die Software richtig was drauf haben. Und Hardware und Software harmonieren hier leider gar nicht. Dass da Zeiss auch noch draufsteht, ist richtig Pain. Ich versuche es mal so unkompliziert und knapp wie möglich zusammenzufassen. Die hauseigene Foto-App ist zwar voll von Modi, nur leider lässt sich insgesamt wenig bis gar nichts mit der Menge an Kameras anfangen. Alles läuft automatisch und gute Fotos konnte ich nur zufällig schießen. Bei Tageslicht guter Durchschnitt. Sobald es schummrig wird, ist richtig, richtig Abfuck. Jedes zweite Foto verschwommen durch völlig daneben interpretierte Farben oder Strukturen. Die Zoomstufen 3- und 5-fach verschlechtern den Eindruck nochmal deutlich. 4K-Video leidet unter den gleichen Problemen, egal ob HDR oder nicht. Man muss aber fairerweise dazu sagen, im Monochrom-Modus werden die Fotos ein bisschen schärfer. Parallel habt ihr es aber schon gesehen, gerade im Vergleich zu aktuellen Smartphones mit nur einer bis zwei Kameras herumeiern, platzt mein Kopf vor Fragezeichen, was das alles soll. Und dann müsst ihr noch damit rechnen, dass die Kamera vielleicht auch gar nicht benutzt werden kann, weil sich das Telefon dazu entschieden hat, keine Verbindung mehr herstellen zu können. Aber
Es soll dazu ein Update kommen. Mal gucken, was passiert. Einziger Workaround also bisher, damit ihr Fotos bekommt, mit denen ihr ernsthaft auch was anfangen könnt, RAW-Fotos. Damit auch ja keine der Automatiken euch den Fotospaß verderben kann. Also das wäre dann aber genau das Gegenteil von Ansätzen wie bei Huawei oder so. Uff, was für eine Ernüchterung bei etwas, das so schön hätte werden können. Das macht mich ein bisschen traurig, zumal man mit Nokia noch so viele gute Dinge verbindet, sogar noch mit den Lumias. Was könnte uns also noch aufheitern? Oh, der Akku vielleicht. Knapp 3400 mAh gibt's ins Gehäuse gequetscht, von denen das Nokia 9 definitiv einen ganzen Tag lang snacken kann. Wer sogar nur Social Media macht, der kann bis zu 2 Tage lang Spaß haben. Wer aber ständig mit Kamera oder Schnittprogramm oder Games unterwegs ist, der wird nicht nur sehr warme Hände bekommen, sondern auch mit mindestens der Hälfte an Akku leben müssen. Strom nachladen dauert zwar, aber kann auch kabellos erledigt werden. Tja, was bleibt? Nun, die Hoffnung auf besseres Wetter. Ich meine, die Hoffnung auf bessere Software vielleicht, wenn Nokia oder Lite oder wer auch immer das macht, es hinbekommt, dieses Chaos wieder hinzubiegen, dann. Ja, dann lehne ich mich so weit aus dem Fenster und sage, dann könnte das Nokia 9 eine wahre Smartphone-Fotografie-Referenz werden. Aktuell ist es für etwa 650 Euro einfach nur ein weiteres solides Android-Smartphone. Und wie immer abschließend ein Video mit der Frontkamera. Was denkt ihr? Postet das mal in die Kommentare. Ist das die Wiedergeburt von Nokia oder eher die verkackte Wiederauferstehung einer Marke, die einst König war? Oh, ich sollte mich mal wieder rasieren. Und wieso schreien da Kinder?